Unser Thema heute sind Akkusativverben und Dativverben. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Unser Thema heute sind Verben im Dativ und im Akkusativ. Ja, also wenn ihr Dativ und Akkusativ immer noch nicht richtig verstanden habt, dann seid ihr hier genau richtig. Okay, dann schauen wir uns als erstes mal kurz die Theorie an. Ein deutscher Satz hat oft drei Teile. Ein Subjekt, ein Verb und ein Objekt. Das Objekt steht entweder im Nominativ, im Akkusativ oder im Dativ. Machen wir drei Beispiele zusammen. Das ist ein Mann. Das Verb sein geht mit Nominativ. Ich sehe einen Mann. Das Verb sehen geht mit Akkusativ. Der Lehrer hilft einem Mann. Das Verb helfen geht mit Dativ. Okay, das heißt, das Verb bestimmt oder entscheidet, ob das Objekt Nominativ, Akkusativ oder Dativ ist. Aber welche Verben gehen mit welchen Fällen? Schauen wir mal. Verben im Nominativ sein. Verben im Akkusativ essen, brauchen, machen, möchten, lesen, haben, sehen, mögen, trinken, besuchen, kochen, verstehen, lieben. Verben im Dativ: antworten, danken, verzeihen, passen, gratulieren, gehören, gefallen, glauben, helfen, antworten. Okay, und als nächstes zeige ich euch noch einmal die Tabelle mit allen Artikeln. Die Artikel im Nominativ, im Akkusativ und im Dativ. Ihr könnt das Video auch pausieren, dann habt ihr ein bisschen mehr Zeit, um euch die Tabelle anzuschauen. Und natürlich kann das Objekt auch ein Personalpronomen sein. Ja, zum Beispiel ich, mich, mir. Ja, das ist Nominativ, Akkusativ oder Dativ. Auch hier habe ich eine Tabelle für euch. Bitteschön. Okay, das war jetzt die Theorie. Dann schauen wir uns zusammen ein paar Beispiele an. Los geht's. Das ist ein Hund. Das ist eine Bushaltestelle. Das ist ein Geschenk. Das sind meine Freunde.
Das bin ich. Sie trinken einen Kaffee. Sie haben eine Tochter. Er ist ein Sandwich. Er besucht seine Eltern. Ich liebe dich. Der Schüler antwortet dem Lehrer. Der Professor gratuliert der Studentin. Der Pullover gefällt dem Kind nicht. Die Schauspieler danken den Zuschauern. Das Auto gehört ihm. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann.